das immer dann auch zu unserem... Komm her, Controller. Hallo. Zu unserem wunderschönen Nier Automata Stream. Weiter geht's. Yeah, Bladrix ist wieder da. Ich hab's gelesen, dass du Monster Hunter zockst. Zockst du eigentlich auf der PS4 oder auf dem PC? Ach Gott, sehe ich gut aus mit meiner A2. Ja. So, wir wollen mal... Stopp. Also runter PS4. Oder könnten wir eigentlich mal zusammen ein Ründchen zocken? Wie weit bist du denn da? Bist schon Hunter Level 3 oder so? So. Ah ja. Müssten wir doch aber auch porten können, oder? Geht doch. Servus Freezer! Welcome back! So, mal kurz checken, was hier jetzt wieder alles abgeht. So. Ach, ganz am Anfang. Echt? Krass, okay. Ja, okay, wenn du ein bisschen weiter bist, sagst du mir Bescheid, dann gamen wir mal ein Ründchen zusammen. Weil ich war schon recht weit im Spiel. Hab's aber auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich hab's am Anfang gezockt bis zum Vergasen. Als ich frisch raus war. Hm. Das ist auch geil. Those machines fighting each other? Thank you so much for saving me. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Nee, geht nicht. Ich kann ihn nicht töten. You're a machine. Wait, please, my name is... Uh-huh. Machines, thank you. Schade. If that will save your soul. Doch. Ja. Ist wieder ein Ende. Glaube ich. Ende Z erreicht. Cool. Was wir nicht alles können, ha? Huh? Ich hoffe, der lädt jetzt einfach den Stand, wo wir jetzt gerade waren. Sonst muss ich mich leider nochmal porten. Dürfte aber auch kein Problem sein hier. Ah ja, passt. A, B, G, T, U, Z. Jo, den laden wir. Also muss ich mich leider nochmal porten. Tut mir leid, Leute, aber... Dafür haben wir wieder ein Ende mehr. Hm. Und das ist ja Sinn des Ganzen, dass wir hier die ganzen wunderschönen 25, 26 Enden, die es da gibt, erreichen. 6 Stück haben wir ja jetzt schon. Das 7. kriegen wir, wenn wir es jetzt durchspielen. Mit ihr und mit 9S. Da kriegen wir eigentlich sogar 2 Stück, weil es ja einmal das Ende mit ihr gibt und einmal das Ende mit 9S. Ja, und dann haben wir ja schon einen Großteil. Aber so viel ist es auch gar nicht mehr. Ich denke, dass wir in einer Stunde in 2 durch sein müssten. Es kommen jetzt halt nochmal so 2-3 Nebenquests mit ihr. Die sind aber pillepalle und recht flott auch erledigt. Ach, ich habe jetzt immer noch Just Chatting drin stehen, fällt mir gerade ein. Bei meinem Dashboard. Das ist jetzt... wieder geht wieder nur online. Moment, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Wo ist denn hier das Browser-Icon da? Irgendwas ist ja immer. Jäger Rang 3, nice.
So, jetzt passt wieder. Ja, Jäger Rang 3 sind wir. Wer bist du? Das ist gut. Ich bin, glaube ich, schon weit über die... Those machines fighting each other? Thank you so much for saving me. You're... Wait, my... Oh, machine, thank you. If that will save your... You... Just... You... No, you have... So, jetzt lassen wir ihn am Leben. Damit kann er wieder zurück in sein Dörfchen wuppen. So. So. Hallo? Aktualisier doch bitte. Alert. A broken filter will cause significant problems with fuel distribution. Proposal. Replace the faulty part immediately. Yeah, I know. Coordinates confirmed for a colony centered around the machine life form known as Pascal. Location marked on map. You don't know when to shut up, do you? Warum? Dann halt von dort aus. Geht es halt leider nur so. Na, ah, das haben wir ja auch Gott sei Dank gleich durch. Komm schon. So, dann von hier aus weiter in Pascals Dorf, warum ich auch immer da so nicht switchen konnte jetzt. Hier, das Grinden ist echt cool gemacht mit ihr. Ups, eins zu weit. Ja, ja, Kapazitäten voll, wie immer. Kennt man ja nur so. Und dann schauen wir uns doch mal an, was der Pascal in seinem Dorf uns Schönes zu erzählen hat. Ich meine, ich kenn's ja schon. Oh, ein Heppa. Oh, cool. Der ist sogar bei ihr jetzt schon da. Normalerweise agiert die doch mit so Robotern noch nicht. Nee, Splitter brauchen wir eigentlich keine mehr. Um 31 davon. Ich finde das mit diesem Dash einfach saugeil. Echt cool gemacht. There's machines everywhere. Analysis. This is a colony of pacifistic machine lifeforms led by the unit known as Pascal. It is logical for a large number of machine lifeforms to be present. This pod has concerns regarding your high unit A2's predictive skills. I'd be more concerned about me smashing your face if I were you. Sehr geil. Die ist halt einfach knallhart, die A2. Wechselkind schreibt doch mehr. Analysis. Hostility toward the peaceful machine life form Pascal is pointless from an energy usage standpoint. Proposal. Form a friendly relationship immediately. You've got to be kidding me. So, jetzt können wir mal gucken, ob es schon irgendwie... Ne. Das war Wald. Gebiet Mitte ist das kürzeste jetzt. Dann machen wir mal von dort aus weiter. Oh. Jawohl, welcome back. Hm.
Auf jetzt. So. Das ist nur die Frage, wo kriegt ihr das? Der Treibstofffilter. Wo war denn der ja, der? Er lag, glaube ich, nur so rum. Das ist lieb von dir, Dankeschön. Guess I'll go back to that machine. Dann müssen wir ja wieder. Kommen ja jetzt nicht drum rum. Ist halt etwas nervig hier, dass wir mit der A2 uns am Anfang so extrem viel porten müssen. Was hast du dir denn für eine geholt? So. Jetzt können wir auch wieder hinporten. Schön teuer. Glaube ich dir. Ich habe früher 6 Jahre nebenbei als Fotograf gearbeitet. Ich weiß um so Kameras Bescheid ein bisschen. Ich war aber immer Nikon Favorit. Here's your stuff. He can fly. Natürlich kann er fliegen. Kennen Girl, ja. Ich war immer auf der Seite von Nikon. So, jetzt können wir hier noch ein paar publische kleine Quests annehmen. Machen wir die leider hier. Das geht aber ratzfatz. Hier müssen wir jetzt nur... kaputt machen, also nicht die Welt. Betreibst du denn auch Fotografie, wenn du dir jetzt so eine Kamera holst? Oder ist die eher so für den Privatgebrauch? So, jetzt kriegen wir natürlich, jetzt werden wir zugemüllt mit kleinen Aufgaben. So. Etwas für die Kinder kaufen. So, jetzt haben wir einmal Spiel mit uns aktiv. Im Vergnügungspark das Zeug sammeln und verlassene Fabrik das Speicherelement holen. Ah, okay, cool. Ja, ich hatte auch ein Makroobjektiv, aber ich habe halt eher als eher mit Fotomodels gearbeitet, also jetzt eher weniger mit. Wo muss ich denn da hin? Aktuelles Ziel? Da ist die Fabrik, ne? Ne, das, ah, das ist der Attraktionsplatz. Da ist die Fabrik. Hä? Will ich verarschen? Okay, wir gehen jetzt erstmal in den Park. Teile einsammeln, es geht um schneller. Ja doch, hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch eine gute Nebenverdiensteinnahmequelle, sagen wir mal so. Du lernst halt auch sehr viele Leute kennen. Das ist halt schon was Cooles. Ich mag Menschen. Wobei Tiere und Natur mag ich natürlich auch, aber das wäre jetzt nichts, was ich jetzt dauernd fotografieren wollte. Einen guten Hunger.
Auch. Aber nicht als Hauptaugenmerk. So. Wo ist denn hier noch das Teil? Wo habe ich was vergessen? Mein Kreis ist ja immer noch... Oh, halt. Gut, ist nicht mehr rot, alles gut. Und da. Ach, das ist oben. Ja, komm, mach mal den Panzer noch schnell weg. Ja, kann ich mir vorstellen. Es war halt schon eine coole Zeit. Aber es ist halt auch sehr, sehr zeitaufwendig. Das verstehen auch viele Leute wieder nicht. So. Ja, wobei das auch nicht unbedingt nur das Einfachste ist. Gerade wenn du mit Models arbeitest, musst du auch mit den die richtigen Posen finden. Das, was du eigentlich ausdrücken willst mit dem Bild, muss passen. Die Location muss passen. Also ist auch schon sehr, sehr viel Arbeit vorne dran. Aber auch das Bearbeiten nimmt einen gewissen Part in Anspruch, sagen wir mal so. Können wir da noch irgendwas Sinnvolles kaufen? Ne, wir haben von allem genug eigentlich. Das ist richtig, ja. Aber das war ja bei mir auch eher der... Ach scheiße, jetzt mache ich das. Jetzt bin ich ja wieder blöd. Aber das war auch bei mir irgendwie so der Anspruch. Das war das, was mich so daran gereizt hat. Einfach, dass jede Person wandelbar ist und... oder sein sollte. Und dass du halt irgendwie mit jeder Person irgendwas anderes erziehen kannst. Aber es natürlich nicht einfach geht, indem du sagst, stell dich jetzt mal hin, mach das und die machen das. Das funktioniert fast nie. So, dann schließen wir mal die kleinen Kinder ab. Ja, natürlich, aber dann bezahlst du halt auch wieder Geld, um die zu buchen. Und ich habe halt damals das umgekehrt gemacht. Ich wollte keine Profi-Models haben. Also ich hatte eins. Eins hatte ich auch gebucht vorher, um so ein gewisses Portfolio aufzubauen, um zu zeigen, was kannst du, was machst du. Und ja, danach habe ich dann nur noch mit No-Name-Personen, sage ich das mal, gearbeitet. Und die Musik wechselt wieder zu dieser Kindermusik. Ah, da oben ist der komische Typ, der mit den Treibstoffen da einbauen soll. Was sind denn die Kinder? Hä? Da sind sie. Genau, da sind die. A group of pacifist machines, huh? Jetzt überlegt sie sich das Ganze nochmal. Hypothesis. Forming a harmonious relationship with Pascal and the villagers may help Unit A2 to obtain more materials. Proposal. Investigate the village. Die hat so richtig Bock da drauf. Halte das für so eine Anemone, ja. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Jetzt dürfte ja nur noch Fabrik, ja, Speicherelement in der Fabrik holen. Und dann das Buch bei Anemone abholen. Also, Fabrikeingang.
Jo, schauen wir noch mal. So, Frühstück habe ich jetzt auch endlich komplett gegessen. Ab in den Mülleimer mit dem Tütchen da. Blackbox-Temperatur normal. La, 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 la. So, dann jetzt in der Fabrik den komischen Speicherchip holen. Und dann haben wir fast 100% der Nebenaufgabe in dem Spiel erledigt. Und dann haben wir circa noch eine Stunde Zeit. Ja, vielleicht wirst du ja fündig. Ich bin für sowas eher ungeeignet, da musst du zu viel mit Photoshop später machen. Nee, ich meine ja allein von meinem Aussehen musst du zu viel mit Photoshop machen, da ist das Thema völlig egal. Irgendeiner von denen hat diesen scheiß Speicherchip. Da ist es. Enemy machines destroyed. So this is the part Pascal wanted. Can't believe I'm killing machines to save a machine. Ja, da hast du zwar recht, aber wer will denn mich authentisch sehen? Better go see Pascal. Die rohe Wahrheit. Ja, aber das habe ich auch damals beim Fotografieren so gemacht. Jede Frau, die zu mir kam, oder jeder Mann, wobei die Männer das eher weniger waren, aber die meisten Frauen, die kamen und gemeint haben, ich möchte ein bisschen an den Beinen weniger haben und ein bisschen mehr Brust und ein bisschen mehr Arsch. Aber ich sagte, ja, dann geht zu einem anderen Fotograf, ich mach das nicht. Weil entweder so, wie ihr seid, ich hab halt Retusche im Gesicht gemacht, wenn jetzt halt Augenringe waren. Wenn die morgens wach geworden sind und hatten einen Pickel im Gesicht oder so Zeug, ja. Aber alles andere nicht. Das habe ich nicht eingesehen. Kannst ja dann jedem dein Bild zeigen, aber es... Ja, was soll ich sagen, Kaiser? Das ist leichter, das direkt mit Photoshop arbeiten ist leicht. Du bist doof. Stimmt doch gar nicht, Platrex. So, jetzt haben wir die Scheiße abgeschlossen. Ja, Moment, mich siehst du ja. Eigentlich müsstest du es ja dadurch verstehen. Wem muss ich den Scheiß geben, Pascal? Oh mein Gott, Moldavid. Wir haben Moldavid bekommen. Ich gehe in die Burg gleich. Ja, wie aktualisiert. Alles aber lieb von dir, Dankeschön. Du bist echt doof. Ah, ist doch abgeschlossen worden, ja. Dann. So. Das stimmt, ja. Das kann man machen. Das ist korrekt. So, wollen wir mal gucken, ob wir die Waffen jetzt noch ein bisschen hochkriegen. Wir haben ja wieder Moldavid bekommen. Ja, die gibt's sogar schon. Die gibt's sogar schon. Als ich mir hab damals die Station lassen, habe ich natürlich davon Fotografien machen lassen. Teilweise auch selbst gemacht hat. Ich hatte ja eine Vollformat-Spiegelreflex. Guck mal, Platrix, du kriegst ein kostenloses Fotoshooting, habe ich gehört. So. Ach Quatsch, nicht kaufen. Treue. Scheiße. Oh geil, wir haben fast alles auf Max jetzt. Zypressenstock. Das Tierfell, ne? Ja, so eine Scheiße. Diese Tierfelder fehlen so oft. Was ist bei dem? Ah, immer noch die schwarze Perle.
Das können wir aber mal gucken. Bei Weapons. Kleine Schwerter. Alle Waffen, kleine Schwerter. Was haben wir denn da noch? Ich habe ein kleines Schwert, das besser als eine Lanze ist. Sehr geil. Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also am liebsten hatte ich die Bilder, da kann mir Latrix bestimmt zustimmen, von den Frauen, die einfach nackt fahren. Nein. Ja, es gibt schon so ein paar coole Posen oder ein paar coole Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das hat was. So, Widerstandslager. Das ist korrekt, ja. Das kann ich dir bestätigen. So. Dann können wir jetzt die Hauptquest hier abschließen. Ach Gott. Hopp, hopp, hopp. Late. So. Mal gucken, ob wir einen Pod upgraden können. Ach, guck mal an, wir können ja wirklich einen upgraden. Pod A ist jetzt auf 2. Ja, dann viel Spaß. Bis gleich. Wo müssen wir hin? Pascal wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Jetzt. Hallo? Where the state ceaseth, there only commenceth the man who is not superfluous. I see. It seems this Nietzsche was quite the profound thinker. Right past profound and went straight to crazy instead. Oh well, enough of that. I'd best go see the world for myself instead of burying my head in books. Ach so, stimmt ja. Auf jetzt. Right. Now I just have to bring this to Pascal. Mal gucken, ob ich auch porten darf. A2, can you hear me? Oh, nicht. Perfect. Help A2. I have the materials. The village you asked is me in to... great trouble. The villagers are. Pascal. Pascal, are you there? What the hell is going on? Hypothesis. The valuable source of information known as Pascal has encountered difficulty. Proposal. Unit A2 should investigate Pascal's village immediately. I'm on my way. Wie schnell die ihre Meinung ändern kann. Vorhin hat sie den noch gehasst wie Sau. Und die ganzen Maschinen und jetzt sowas. Auf, spring auf. Hoppala! Platrix! Platrix, mach einen Clip draus, bitte! Das war ja mal geil. Das war jetzt eher unabsichtlich. Was läuft denn mir auch volle Kanne da rein? Sehr geil. Voll umgenutzt mit dem Elch. Aber apropos, du bleibst hier, ich brauche Tierfälle.
Hier ist doch bestimmt noch einer. Da. So viel Zeit muss jetzt sein. Drei Tierfälle brauche ich. Scheiß Rotwildfleisch, braucht kein Schwein. Komm schon. Ah, Rotwildfleisch und... Ach ja, komm. Als ob es jetzt so schwer da ist, Tierfell rauszubekommen. Hier bekommst du ja. Ich glaube, es hackt. Dann schauen wir uns doch mal an, was da in Pascalsdorf gerade los ist. Ich weiß es ja schon. Machines are eating each other? Pod, where's Pascal? Unknown. Cannot establish connection. What happened? I have something behind me, but I... You just go. What? These guys. Now move. Right. So, wir müssen uns jetzt darum kümmern. Das schaffen wir auch ganz easy. Oh nein. Jetzt habe ich so eine geile Aktion gebracht. Sag mal. Sag mal. Is that all of them? Pod, scan for survivors. Scanning. No life signs detected. None, huh? Pascal, can you hear me? Hey, too. How is my village? My people? I'm sorry. I couldn't help them. Oh no! Are the children all right? I've taken them to the abandoned factory. All right. I'm on my way. So. Trifft Pascal bei der verlassenen Fabrik. Machen wir mal einen Schnellspeicher noch nebenbei. Und dann hier Fabrikeingang. Ah. Gott, ich bin hier aber voll gekrümmelt, kein Schwein. Sagt ihr was? So it was from his queen. All right. Stop. What's... Haste. Wait. A firm cross. What? Pascal! Ah, hey, too! Alert. Enemy reinforcements are infiltrating the facility. I'll smash them before they can reach this room. You must let me help you. I will smash them up and kill them. So viel zu seinem Pazifismus, ne?
sort it out later. Right now we have to take them down. Ja, ist ja easy hier an der Stelle. These bastards won't stop. A2, I have an idea. Please buy me a bit of time. Yo. Geknackt. Come on, Goliath ist too. Oh ja, klasse. Kann gar nichts. Schon. Ich hätte gern das Ding. Boah, das ist jetzt so geil gemacht, der Abspann. Den lasse ich jetzt mal, weil der einfach so gut aussieht. Yes! Schon cool, das Ding zu steuern. Wir laufen da immer noch mal einen Schritt vor. Ah, ne. Und Ende. Als ob ihr mehr Schaden machen könnt, ihr Noobs. Ich komme euch nochmal zwei Schritte entgegen. Muss ich auch lohnen, wenn ich jetzt zuschlage. Ratz! Ich bin schneller. Sag ich doch, ich bin schneller. Du Noob. Oh, ich glaube, jetzt ist er schneller. Ja, so ein bisschen waren wir gleich schnell. Ja, du läufst ja eh her. Selbst schuld. So, Ende Gelände. Dann lass uns mal gucken, wie es den Kindern geht.
Alle tot. Their own cores? Hey. Why? I don't fear. Alles klar. Hab einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst. Bis dann. Initiating hacking to cut off memory circuits. Pod. Understood. Hello, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Pascal hat jetzt alle seine Erinnerungen verloren. Memory deletion complete. Pascal. Das war der kurze, aber feine Part mit A2. Eigentlich schon sehr traurig. Where's the next resource recovery unit? Alert. NFCS failure. Speculation. Failure caused by intense combat and lack of maintenance. Near-field controls are down? Great. Proposal. Overhaul system at resistance camp. I don't have that kind of time. Alert. Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk. Unit 9S should have Devila initiate repairs at the resistance camp. Shit. Ja. Sollten wir uns erstmal wieder reparieren lassen nach der harten Aktion hier. Spackt jetzt alles um. So, alles wieder da. Ein bisschen Zauberei. 9S, don't. I don't. I know. So. Mal gucken, ob die. Sehr gut. Tierfeld-Scheiße haben wir schon mal. Jetzt sag mir, wo ich hin muss. Hi. Achso, das ist die Waldburg, ja, okay. Mark the next resource recovery unit on the map. Affirmative. Ah, das ist die Verkündungspark, ja.
da jumpen wir dann natürlich mit dem Transport hin. Das geht schneller. Ah. Over and over. Wieder und wieder, ja. That language again. This reads God box. God, huh? What are these machines doing talking about gods? Yo, jetzt sind wir in der Godbox. Mal schauen, was uns da erwarten wird. Pod, why did the machines attack Pascal's village? Aren't they all the same? Unknown. Well, aren't you helpful? Proposal. Unit A2 should gather further data on the current state of machine life. Hello? Huh? We've got some very exciting news for everyone today. There's only one long left to be moved from the tower to the tower to the tower. And in order to be saved for your faithful patrons, whoever dismantles the final substance will burn a special prize. What was that? Large structural unit of machine life form origin activated to the east. A large what now? What the yeah, hell is going on around here? Unknown. Sehr geil, danke well, dir. Let's go check out this large structural unit. Jetzt gehen wir nämlich mit ihr auch zu dieser structural unit. Klar, mal nebenbei den Clip angucken. Sieht das geil aus. Hallo Athena, servus, guten Morgen. Ja, der Clip ist echt gut, Blattrix. Man könnte ja fast meinen, dass es Absicht von mir war, aber... Es war präzise. Sehr präzise. So, dann 9S auf zum Turm. Excessive combat activity will put unacceptable strain on your body. Shut up! Negative. This support unit is assigned to Yorha Unit 9S. As such, being concerned for said unit's well-being is a requirement. Auf. Na, alles fit? Und down. Oh. Oh, jetzt kill den doch.
Danke. Ja, einkaufen war ich heute Morgen schon um 7 Uhr. Habe ich alles schön erledigt, bevor ich den Stream angeschmissen habe. Und Kaffee trinke ich nicht so. Ich bin der Teetrinker eher. Tee und Wasser. Wieder so ein scheiß Wurm. Ab geht's, hopp. Haben wir keine Zeit hier mit dem Wurm. Auch noch sich drehende Platten. Oh, komm schon. Sache, das ist so nervig hier. Genau, korrekt. Ja, ich bin um 6:30 aufgestanden. War um 7 direkt einkaufen, dass ich um 8 Uhr streamen konnte. Dann muss ich nämlich heute nichts mehr erledigen. So muss das sein. Ich streame schon seit 8 Uhr. Haben hier Gegner? Nein. Du fasst das schon mal. Ich glaube, wir sind jetzt durch mit dem Turm. Jo, top. Oh no. So this operator model is... Affirmative. Operator 210, volunteer to undergo Type B equipment transition during previous descent. Ja, steh halt auf, wenn du dich raus. Operator! Coordinate data. Locations. So. Wechseln wir auf A2. Und machen einen kurzen Prozess mit dem Boss. Gut. Jetzt haben wir ja fast alle durch. Fast alles geschafft hier. Gleich sehen wir... Ja, jetzt geht's zum Turm in der City und dann sind wir beim Finale. Klappt ja alles, wie ich es mir heute vorgestellt habe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Physical check complete. Memory check complete. Maintenance mode complete. Yorha Unit 9S. Activate. Good morning, 9S. Am I... Analysis. The enemy structural unit collapsed during battle. Unit 9S suffered damage from the fall and was placed in emergency suspend mode. Fall location was deemed too dangerous, thus said so. Unit was transported to current location. All system checks and reactivation complete. Operator. Operator model 210 is deceased. Black box signal not found. Oh. War ja klar, wir haben sie ja kaputt gemacht. Wäre ja auch merkwürdig, hätte sie das überlebt. So, Parkschlüssel haben wir jetzt auch noch.
The tower is now open for investigation. Ja, dann wollen wir doch mal direkt zu dem Tower. Müssen wir natürlich erstmal hier. Die Türen hacken. Tower 1. Gehackt. Hack Nummer 2. Den haben wir auch. Und den letzten Schlüssel. Jawohl. Alle offen. Aber jetzt darf ich, oder? Jetzt hat den Clip gehackt. Allies. Ja, die zwei kommen jetzt und halten mir den Rücken frei. Devila? Obala? What are you doing here? Remember your promise? What are you talking about? Come on, Nines. Ja, dann hacken wir halt nochmal von vorne. Geht ja nicht anders. We've got this, 9S. You just focus on hacking. Jawohl. Gut, wir schaffen es nicht. Die zwei opfern sich für uns. Wir kommen in den Turm rein. So läuft's.
So. That is all that remains from their personal record during the era in which they were referred to as administrators. I see. Query. Why do the androids Devola and Popola seem to prefer death over surviving alone? There was a very high probability that at least one could have escaped. I hope you never have to understand. Affirmative. Query. Why does this tower possess an entrance at all? All material transport takes place via aerial vehicles. It is irrational for an infiltration route to be so easily accessible. Pod ist immer so toll mit seinen irrationalen Dingen. I don't care. I just have to kill them all. Corrupted Yorha units. Na toll. Oh, wollte ich doch gar nicht. Mann. Über die Kisten öffnen. Da haben wir doch unseren Projektbericht 9, der uns noch gefehlt hat. Hello and thank you for choosing Tower System Services. So, hier kriegen wir nochmal Endgame-Materialien. Deshalb sollte man das hier nicht unterschätzen, was es hier an tollen Sachen gibt. Ihr könnt mir doch eh keinen Schaden machen. To be. To be. Don't worry. Ist hier noch eine Kiste? Ne. Dann nur die kleine. Scheiß auf die kleine Kiste. Ist eh nur eine mittlere, wie man dachte schon. So, fertig. Alert. Enemies detected. Umgenietet! Ist ja alles nur Illusion hier im Turm. Und daher sind wir da relativ relaxed. Ja, von der Zeit her sind wir relativ gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir doch so schnell durchkommen. Alert! The structure known as the tower has opened its gate. Let's check it out. I see. Say, did we manage? You'd. Darf ich jetzt? Dann fahren wir mal hoch und schauen uns mal an, was da Sache ist. Burit. This is a Yorha corpse. Hypothesis. The corpse is likely a result of Yorha Unit 9S's advance through the area. Oh, war wit. Auch wenn ich an den Stellen gar niemanden umgenietet habe, aber hat's das mir in die Schuhe schieben. Ja, ja, das war 9S. Genau an der Stelle hat er den verprügelt. What's the purpose of this structure? Unknown. Proposal. Gather additional data. Someday I need to teach you how to be helpful. So, mit ihr kommen wir natürlich jetzt ein Stück weiter wie mit 9S. Die wechseln sich jetzt eh immer schön ab, die zwei. Bis wir beim Finalkampf sind.
Jetzt kommt das hier. Die große Bibliothek. What's up with this place? Hypothesis. It is a representation of a library. What's that? A library is a data storage facility constructed by past human civilizations. I suppose we have to hack in to look at the data, yeah? Help me out, Pod. Affirmative. Hacking interface access rights granted to Yorha Unit A2. Peachy. Oh, da geht's hier ganz lang. Oh, da oben. Und wieder ein paar Daten. This tower looks like a data gathering system for the machines. Hier war was. Ganzen Bosse als Minimodell, das ist auch cool gemacht. Na hopp. Ich habe schon am Anfang erstmal überlegt, was ich machen muss, aber es ist ganz klar, diese einzelstehenden Blöcke vernichten. Menschen-Server-Aufzeichnung. These records are from the human server on the moon. The machines hacked that deep into the system, huh? Ja. Und da die großen Blöcke. Wie jeder Blinde auch erkennt. Geschafft! Medizinische Aufzeichnung, Klasse 1 Patienten. Some records on old humans. Damn it, this is useless. There's too many of them. Auf. Habe ich was vergessen? Ah. Huh? What's that? Operational summary of model number 2 in Project Yorha. Jetzt geht's wieder weiter mit 9S. Das ist halt sehr anstrengend, dieser Switch an den Stellen immer wieder, aber... Geht halt nicht anders. Der ist ziemlich kaputt. Alert. Virus detected in locomotion region. High probability that infection source is transplanted parts from corrupted units. Proposal. Hack into self and eliminate virus. On it. Jawohl. Virus eliminated. 95% of functionality restored. Ich muss an die Kiste jetzt mal hin. Projektbericht 11. Das lichtet sich langsam. Unit 9S. Welcome. To the tower. Welcome to the tower. You bastards! Because you made it this far, we have a special announcement
Ja, Platrix, das kommt drauf an, wie ich mich am Schluss entscheide, wer es länger macht, ob A2 oder ein R9S. So viel kann ich ja jetzt schon vorspoilern, da sind wir jetzt demnächst. Also es kommen jetzt noch so 2-3 kleine Bossfights. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich mit A2 oder mit 9S am Schluss spielen möchte. Und der eine bringt halt den anderen logischerweise um. Ich habe mich beim ersten Spieldurchgang bewusst für 9S entschieden. Das werde ich diesmal auf jeden Fall nicht tun. Weil das Ende finde ich nicht so schön von 9S. Ich habe die Hoffnung, dass das von A2 ein bisschen anders ist. Ich kann dir auch gerne, wenn du es wissen möchtest, erzählen, wie das 9S Ende dann ist. Dann würdest du, glaube ich, auch verstehen, warum ich eher das andere Ende verliere. In der Hoffnung, dass das anders ist. Geheim, Yora entsorgen. This is Project Yora. That means all of us. Es geht halt darum, dass die jetzt die ganzen Yora-Einheiten eigentlich entsorgen wollten. Mit dem ganzen Dings. Nein, sein Ende ist, du tötest A2, aber A2 trifft dich auch und ihr sterbt einfach beide. Deshalb fand ich das Ende nicht so cool. Keep them coming. I'll destroy them all. And this tower! Deshalb fand ich das Ende halt auch definitiv, also es ist natürlich schon ein bisschen mehr Story dann dabei und Gelaber und so Zeug, aber es, die Quintessenz ist, beide sterben einfach, damit endet das Spiel. Und das fand ich jetzt persönlich nicht so cool. War jetzt nicht das Ende, das ich gehofft hatte. Und ich dachte halt, du tötest halt dann A2 und das Thema ist erledigt, aber... 9S. Ja. Und mit ihr geht's jetzt richtig ab, der Bossfight hier. Also, jetzt nicht, weil der so kurz ist, aber... Ich mache jetzt hier eh nochmal eine Pause. Ich gehe nochmal aufs Klo, weil ich will es dann durchspielen am Stück. Ich habe drauf getippt, dass 9S sich selbst umbringt. Was... Nee, leider sterben beide gleichzeitig. Wir werden es dann gleich sehen. Ich gehe jetzt nochmal kurz aufs Klo und dann ziehen wir es durch. Heppa.
So, Dalle, wieder da. Haben wir auch noch eine Cola geholt. Ein bisschen angenehmer. Ah! Auf Koshi! Weiter geht's. Wir sind ja fast am Schluss jetzt. Halt, da ist noch eine Kiste dann. Power-Abteil. Ah. Jetzt muss er nebenbei laufen. So ein scheiß Hack ist das hier. Ich weiß ja schon, wie ich den Hack am besten mache. Einfach so viele von denen produzieren lassen, bis sie sich selbst gegenseitig killen am Schluss. Muss ich da erst dieses Event skripten? Ich glaub schon. Naja, das ist geskriptet, da muss ich wieder erst so viele töten, dass... What now? Utilize the enemy's logical learning function to formulate a weakness. I don't know what that means! This bot has serious concerns about Unit A2's cognitive abilities. Shut up and explain it already! Set strategy would interrupt the enemy's logic circuits, causing a computational delay. Meaning what? Do not destroy the enemy. Huh? Striking at the logic circuit requires a certain number of enemies to remain extant for a certain period of time. Oh, what the hell? Schon irgendwie sau dumm der Kampf hier. Hat man bei 30%, ne? Ja, für uns ist das auch sehr amüsant. Consciousness data saturation rate 60%. The androids the human race left behind acted as if they wanted to be human. Die machen mir sogar null Schaden einfach, weil ich auf 99 bin. Hypothesis. The enemy's defensive system is prompting an evolution of its logic. Foolish androids.
Why do you resist? All things end with accepting death, do they not? Jawohl, wir haben's. Consciousness data saturation rate 90%. Bäh. Doch noch nicht. Aber die Großen sind jetzt schon da. And yet we are many. We are finite and yet we are infinite. We are the embodiment of the perfect being. Hypothesis. The enemy has become aware of the diversity of life. Ah, I see it. The light. We move on. Forward. To the future. Consciousness data saturation rate, 100%. Hypothesis. The enemy's consciousness has begun to fracture. Wir haben genau zwei übrig, die boxen sich jetzt. So. Analysis. The saturated consciousnesses are now in conflict with each other. They're acting like humans. Lass mich in Ruhe. Krieg das hin? Nachgeholfen, es hat mir jetzt zu lange gedauert. Ich hoffe, ich muss den Scheiß nicht nochmal machen. Sehr gut. Einheitendaten wurden aktualisiert. Rein hypothetisch hätte ich gerne mal gewusst. Boah, die Archive haben wenig. Okay. Ja, komm. Ja, Bolzen da. Is this thing seriously still kicking? Speculation. It is driven by remaining data located within enemy servers. So this just keeps going until I kill them all? We... going on about? Analysis. It appears to be a leak of the enemy's past memories. You're a unit 9S. On my way! So. Wir haben auch noch Zeit gleich gegen den. Ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott.
Und wieder wechseln. Weil es doch so viel Spaß macht. Ich hätte aber auch niemals gedacht, dass der finale Kampf zwischen den zwei dann stattfindet. Ich hätte gedacht, da kommt dann ein riesiger Bossfight noch am Schluss. Und nicht die zwei, sondern dass sie gleich zusammenkämpfen, ihre Probleme überwinden. Aber nein. Die hauen uns lieber gegenseitig auf die Fresse. So, klar haben wir's. Ein bisschen Geplänkel hier im Fahrstuhl. Es wird immer kürzer, die Kämpfe. Das ist so übertrieben. So, jetzt sind wir oben in der Final Passage. Ja. Das hat mich jetzt auch nicht mega gewundert, aber ich hätte es mir anders gewünscht, sag mal so. Fahren! Außerdem sind hier die Wechsel, finde ich, ein bisschen heftig. Weil genau das hatte ich mir erhofft, dass es halt danach dann einfach endet, weil wir gegen die beiden kämpfen. Mit den beiden. So. Und jetzt kommt das Finale, das ich dir versprochen hatte, Bladrex. So, an der Stelle werden wir jetzt gezwungenermaßen gefragt, welchen wir spielen müssen. This tower is a giant cannon that's aimed at the human server on the moon. If we don't do something, all of humanity... So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate them, but in order to make sure no one ever learned the truth. We were designed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of... The commander? Me? Sacrificial lambs. Isn't that hilarious? Ninas. Shut up! You killed two. That's all we need to kill... To be hated to keep it cost her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you'd discover, but the model designation 2B? The official designation is 2E. Number 2 type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that. Right, 9S? Shut up.
rastet aus. What do you know? You don't know anything at all about us! Proposal. Cease combat. Fighting her at this point would be irrational. Pod 153! I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. So! Bitte auswählen! Wir nehmen A2. Ja, sicher. Verstanden. Ach, der hackt mich, der Drecksack! Boah, ist ja fies! Boah, ist ja mies gemacht. Was ein Wichser. Der muss immer so bescheißen, ne? Alter! Drecksau! Das macht der jetzt durchgängig, oder was? Nur um mir auf den Sack zu gehen. Er muss sterben, und zwar flott. So. Das kenne ich jetzt noch nicht. Oh! Hoppala! WTF? Doch. Nein, das gleiche habe ich mit 9S auch machen müssen, glaube ich. We're going to repair 9S's logic circuits. Acknowledged. Tell me where to find the virus corrupting 9S. Affirmative. Your high unit A2. Core data for 9S is stored ahead. Alert. Severe virus corruption. Probability of successful deletion extremely low. I think I know a way. The idea under consideration is not recommended. This pod is a Yorhat tactical support unit. As such, it cannot approve of actions that would damage its supported unit. You're not so bad, Pod. You know that? Wie sie jetzt für einmal so positiv gestimmt ist gegenüber allen Sachen, ne? Nee, da. So dumm gemacht hier, dieses blöde Labyrinth. Die Endlos-Treppe aus Super Mario 64, willkommen! Das Dumme ist, ich kenne den Scheiß schon, scheiße. Sie versuchten jetzt zu reparieren und es klappt nämlich nicht. Weil das ist das gleiche Ende C, genau. Ist also völlig egal, für wen welche Seite wir kämpfen. Schade. Ist wirklich egal. Kriegen wir beiden das gleiche Ende. So, jetzt haben wir Kapitelauswahl. Genau, schwere Rüstung A, schwere Rüstung B, Tarnbrille und A2-Perücke. Archiv über den Maschinen. Ah, ich habe die Archiv-Dinger gekriegt. Cool. Trophäe für Archive. A, B, C, G, T, U, Z haben wir jetzt. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass die Enden doch identisch sind von den zwei. So, jetzt machen wir noch eine Kleinigkeit und danach muss ich ja schon wirklich offline gehen, weil ich um 13 Uhr ja mit dem Ben verabredet bin für einen Stream. So, jetzt haben wir hier nämlich auch die Kapitelauswahl an der Stelle. Das heißt, wir können jetzt mit dem jetzigen Stand, den wir jetzt haben, in jedes Kapitel springen und jedes Kapitel theoretisch wiederholen. Und können dort halt Quests machen, beziehungsweise... Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped. In a never-ending spiral of life and death.
Is this a curse? Or some kind of punishment? I often think about the god who blessed us with this cryptic puzzle and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Ja, das ist jetzt dummerweise das Tutorial. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht machen. This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. Okay, das machen wir anders da. Das ist nämlich nicht das, was ich wollte. Wir gehen nochmal rein. Ich habe ja gespeichert. Ja, ich kann... Durch die Kapitelauswahl kannst du wirklich an alle Stellen springen. Das heißt, vor jeder Hauptquest. Das heißt, Kapitelstart. Ich könnte jetzt auch theoretisch direkt an den Schluss springen und nochmal 9S wählen. Will ich aber nicht. Das, was ich machen wollte, ist, ich wollte mir schnell Platin kaufen. Ist halt mega. Ich wusste das nicht, dass das geht. Aber dann muss ich in die Kapitelauswahl irgendwo mit irgendeinem anderen relativ weit an den Schluss. Und dann kannst du dir scheinbar die Trophäen einzeln kaufen. Und kannst nämlich ein paar umgehen, die echt extrem bescheuert sind, finde ich. Weil wenn mir einer, der das Spiel zu 100% durch hat mit allen Nebenquests und dem ganzen Kram, mir erzählt, so. Genau, guck, dann kannst du hier schön jedes einzelne bis zu dem Turm. Die Gotteskiste, Seelenkiste, Pascals Verzweiflung. Und dann steht halt rechts auch, was ich mit denen dort erreicht habe und wo mir noch was fehlt. Das sind dann Kisten oder sonstiges Zeug, so. Ist eigentlich scheißegal. Nee. Genau, und ich kann an den Stellen dann nur noch immer auswählen, wen ich spielen möchte, dann halt, wer halt verfügbar ist auch für diese Quest. So, das heißt, wir schnappen uns jetzt einfach mal den 9S, fetzen dorthin und dann ist gut. Da habe ich noch 13 Minuten, kann ich noch vorbereiten. Ah. What is that? An enormous facility that appeared from an area beneath the ground. It would appear to be machine-related in origin. Further details unknown. Mobile transport platform detected in the section emerging from the facility center. So, an elevator? So, und an der Stelle sind dann natürlich alles, was noch fehlt. Weil wir haben jetzt von den Aufgaben her 93% aller Aufgaben erledigt. Das heißt, wenn man jetzt weiß, okay, ich habe jetzt noch irgendwo was verpasst, kannst du genau an die Stelle springen und dir genau diese Quest oder das, diesen Kram holen halt eben. So. Guck, und dann kann ich mir hier einfach die Dinger kaufen, was mir noch fehlt. So geil. Ich könnte mir jetzt noch nicht mal alle kaufen, weil ich nicht genug Geld habe. Aber das geht relativ easy. Maschinenkerne verchicken. Wo waren das? Achso, und ich könnte mal gucken, ob wir den Pod noch so upgraden könnten. Nee. Das wusste ich aber, Blatrix, bis gestern Abend nicht. Warum die das eingebaut haben, frag mich nicht. Aber du kannst halt alles, was dir, also das, was schon ausverkauft war, waren die Trophäen, die ich ja eh schon hatte. Und alles andere kannst du dir, ja scheiße, es reicht nicht. Kannst du einfach nachkaufen. Haben sie mega geil gemacht. So.
So, mir fehlen jetzt noch 50.000. Oh, bin ich gut, oder? Bam, auf einen Schlag alle Trophäen freigeschaltet. Finde ich halt einfach mega. Also die Idee dahinter ist halt einfach saugeil. Ja, die bestimmt nicht. Weil das sind die ganzen Dinger, die ich brauche für ihn. Dann machen wir mal unten. Ich vercheck die Feuerkraft-Dinger. Jo, jetzt reicht's. Hat dir da was? Das da! Offene Erfahrungen freischalten. Das ist halt geil. Erfolge freischalten. Achtung! Krieg ich Platin jetzt? Ach, guck mal! Platin! Das ist halt mega gut gemacht. Das ist halt brutal. So, und was jetzt halt schön ist, ich kann jetzt von hier aus auch logischerweise auf die Kapitelauswahl zugreifen. Das heißt, ich kann von hier aus jetzt auch direkt überall hin, wo ich hin möchte. Super. Dann hau ich jetzt hier mal den Stream aus. Danke, Platrix, dass du wieder dabei warst. War auf jeden Fall saucool. Ja, okay, aber man muss dazu sagen, zu der Platin, also die ganzen Dinger, die jetzt noch offen bei mir waren, das sind jetzt auch keine schweren Sachen, weil sie Schwierigkeitsgrad unabhängig sind. Es sind halt langwierige teilweise dabei, weil du musst 20 verschiedene Fische angeln. Dann alle Waffen aufs Maximum upgraden, das hast du ja gesehen bei mir noch, dass ich damit angefangen hatte. Aber du musst dann halt das ganze Zeug farmen und wenn du das halt damit ignorieren kannst, warum nicht? Aber du musst es halt bis zu diesem Punkt durchspielen, also bis hierhin. Erst bei der Kapitelauswahl darfst du darauf zugreifen. Dann Dankeschön fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt gleich bei Ben Walter zu sehen, zu hören besser gesagt. In wahrscheinlich 8 bis 15 Minuten, keine Ahnung. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag und haut rein, Leute. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Ich habe Urlaub. Da streame ich viel wieder. Bis denn dann. Ciao, euer Kaiser. Over and out.